Hallo zusammen, ich bin hier mit Milan Rericher zusammen. Milan ist ein hervorragender Klarinettist im professionellen Bereich und spielt schon seit längerem Jahre die Ligostini-Mundstücke. Milan, wie bist du auf die Ligostini-Mundstücke gekommen und was haben die so an sich? Okay, hallo, ich grüße Sie alle. Danke dir, Matthias, bin glücklich hier. Und ich muss sagen, dass die Ligostini-Mundstücke kann man in Plaswe bekommen. Die haben ein großes Auswahl da. Und ich spiele die Mundstücke seit 18 Jahren schon und habe sie kennengelernt durch meinen Schüler, der bei mir an der Musikhochschule Lugano studiert hat. Okay, was für Materialien? Also ich denke, er benutzt eigentlich ein Standard-Kunststoffmaterial wie, sagen wir alle andere. Aber wegen, dass er ein Spezialist für Chemie war, kennt auch die speziellen Verziehungen zwischen Materialien und die sind eigentlich gegossen. Dieses Material, Standard, sind gegossen. Gegossen, nicht gefräst. Genau. Okay. Es gibt auch ein zweites Modell, die Otone-Mundstücke, die Metallmundstücke. Genau. Ja. Also es gibt sogar ein drittes, das ist sogar mit Silber. Und okay, das ist wegen das, was ich gesagt habe, dass er eine gute Beziehung für die Materialien hat, hat auch entwickelt die Möglichkeit, dieses Kunststoff zusammen mit Pulver von Otone, Messing und Silber einfach mischen. Und deswegen, also die Mundstücke sind reicher in Klang, stabiler Intonation, leichter bei Artikulation und auch die Aushaltung. Wir wissen normalerweise, ja, dass nach 2 Jahren ein Mundstück ist schon bereit für Wechsel, oder? Ja. Aber die halten wirklich sehr lang aus. Genau. Können wir mal ein Tonbeispiel hören? Absolut. Also Kunststoffmundstück? Ja, ja. Ich habe hier ein Kunststoffmundstück Standard. Das ist Modell F5. Er macht auch die verschiedenen Modelle, damit die Leute können das auch mit andere Mundstücke vergleichen. Ja. Genau. Ja. Und deswegen, er hat so ein großes Auswahl und das, ja, alles können Sie auch im Blaswerk einfach finden. Das ist ein Standardmundstück Kunststoff F5. Schön, leicht zu spielen, sehr angenehm und muss ich sagen, Ligostini besonders hat volle Klang. Also Vergleich alle anderen, sehr fette, ja, volle Klang. Sehr schön. Jetzt probieren wir ein, das ist Modell LN mit Messing, also Otone. Ja, man hört das sofort, man spürt es sofort bei Spielen und das ist, was wir wollen. Wenn wir ein besseres Mundstück aussuchen, sofort besser ist. Die Spontanität. Genau, ja. Messing. Leichtere Ansprache, ja, aber größere Klang, größere Platz. Ganz genau, ja. Dann ist noch das Simbol. Hello? Ja, ja, absolut. Also nicht hell, aber heller, ja, als hello. Messing, ja, ja, aber trotzdem dunkler als, ja, Kunststoffmaterial. Ja, ja. Spielen bei Staccato. Genau, Staccato, sehr schön. Danke vielmals. Ich danke dir auch. Ja. Ich danke Ihnen für das Zuhören und Zuschauen natürlich und begrüßen Sie recht herzlich bei uns im Blaswerk, um die Ligostini-Mundstücke zu testen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke.